whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und auch heute bin ich wieder an der nördlichen Spitze des schottischen Mainlands in der Hafenstadt Wick. Und dort wird auch der Old Pulteney mit 17 Jahren abgefüllt. Und gerade vorhin habe ich den Isabella Fortuna probiert und schon vor über einem Jahr den 12-Jährigen. Den 21-Jährigen, auf den freue ich mich, aber er ist momentan sehr schwer erhältlich, weil Jim Murray den über den Klee gelobt hat und zum Whisky des Jahres 2011, meine ich, wäre es gewesen, ernannt hat, oder war es sogar 2012. Und da ist er nun vergriffen, weil alle Welt auf diesen Whisky gesprungen ist. Ja, und da muss ich also noch ein bisschen warten. Was es Besonderes mit der Brennerei Old Pulteney auf sich hat, habe ich bei dem Video über die Isabella Fortuna erzählt. Das wiederhole ich jetzt nicht. Früher Fischerstadt, die nur vom Meer aus erreichbar war, hat man Hering gefangen. Heute ist es eine Stadt für die Ölindustrie, wo die Versorgungsschiffe raus auf die Bohrinseln gehen. Ja, und in dieser Stadt steht nun die Brennerei Old Pulteney, die bis vor, ich möchte mal sagen, so bis 2006, 2007 im Inverhouse-Konzern so für sich hin produziert hat, vor allem für Blends. Es gab den 12-jährigen Single Malt. Und seitdem hat man dann angefangen, gesagt, den Whisky sollte man stärker promoten, hat ein Visitor Center gebaut, hat andere Abfüllungen mit anderen Altersangaben, mit höheren Altern, so auch diesen 17-jährigen herausgebracht. Und der Whisky beginnt so langsam zu fliegen. Und auch auf dieser Packung steht hinten drauf ein Zitat von Jim Murray, der sich selber Whisky Writer nennt: "Unashamedly excellent and deserves so much more recognition around the world." Also exzellent und deserves, was heißt deserves? Ja, und er verdient es. Verdient viel, viel mehr Aufmerksamkeit in der Welt zu bekommen. Sie selber bei Old Pulteney ziehen immer auf das maritime Klima ab, was dort in der Brennerei herrscht, dass dort also die Seeluft kommt und den Whisky reift und dass sich das dann praktisch im Aroma des Whiskys und niederschlägt und dazu eine leichte Salzigkeit, eine Würzigkeit und so weiter bringt. Und bei diesem Single Malt, jetzt haben wir es auch mit dem 46-Volumen-prozentigen Whisky zu tun. Ich bin mir nicht sicher, ob er nun nicht gefärbt ist und nicht kühl gefiltert, aber da es der Isabella Fortuna tatsächlich ist und auch der mit 46-Volumen-Prozenten abgefüllt ist, nehme ich an, dass das der auch ist, wo auch hier mit dabei steht, der ist jetzt deutlich dunkler, nicht nur weil er älter ist, sondern weil er auch Sherry-Fässer und nicht nur Ex-Bourbon-Fässer in seiner Whisky-Mischung enthält. Mischung, trotzdem Single Malt, weil alle Whiskys aus der Old Pulteney-Brennerei stammen. So, dann bin ich mit dem ganzen Vorgespräch durch. Wie heißt das schon mit den Hausmeistertätigkeiten? Nein, Hausmeistertätigkeiten wäre es, wenn es um meine eigenen Belange ginge. Nein, mit der Vorstellung der Brennerei bin ich durch. Und dann kommen wir jetzt zum Probieren. Schön golden liegt der im Glas. Der Angelsachse würde dazu sagen, odd, also ungerade, eine sehr ungewöhnliche Alterszahl für einen Single Malt Whisky. Die meisten gehen dann doch auf 18 Jahre oder wie bei Lagavulin 16, was auch nicht sehr typisch ist, aber 17 ist nun wirklich krumm. Ne? Gut, damit kann man auch auffallen. 17 ist eine Primzahl, ne? Ja. Boah, kam der Geruch raus. Also ganz, ganz deutlicher Sherry. Dazu eine Würzigkeit, Eiche, ein paar Nüsse. Das Meer, vielleicht, ja, das ist auch eine leichte Rauchigkeit.
Das ist das, was den Single Malt so interessant erscheinen lässt. Da ist mehr drin. Er ist mit H geschrieben und nicht mit Doppel-E. Aber auch die Brise der See ist da. Ist einfach ein viel voller, ein wirklicher Insel-Whisky. Da ist viel mehr Volumen drin, viel mehr Komplexität, als ich jetzt ein normaler Speyside Single Malt Whisky hätte. Und wenn man sich ein Weilchen dann an den zarten Rauch gewöhnt, dann kann man im Hintergrund eine leichte Apfelfruchtigkeit und auf jeden Fall ein Karamell Butterscotch erkennen. Ja, er wird also mit zunehmendem Verriechen wird er immer weicher. Sehr schön, auf jeden Fall deutlich komplexer als der Isabella Fortuna, den ich vorher probiert habe. Und auch deutlich weicher als der 12-Jährige. Tja, lassen Sie mich probieren. Voll im Aroma, kraftvoll, Eiche, der Alkohol trägt mit, süß bleibend, an der Spitze vielleicht ein Hauch von Trockenheit, aber nicht wirklich. Die Vanille kommt nochmal und dann ist da dieser Geschmack nach Seetang, nach Meer, nach Salz. Lang anhaltend. Da kommen die Fässer noch mit dazu. Jetzt wird es richtig maritim. Tja, das muss man mögen. Ich mag's, aber das muss man mögen. Wer also jetzt erwartet, das ist jetzt einer vom Mainland, der schmeckt wie ein Speyside Single Malt. Nee, nee. Viel voluminöser, viel voller, viel kraftvoller. Außergewöhnliche Aromen nach der See. Ganz, ganz zarter Rauch, nicht so wirklich viel. Ja, das ist heftig. Da müssen Sie aufpassen. Der ist kräftiger, als man meint. Ja, mir hat er gefallen. Mich würde es auch freuen, wenn Sie in unserem Shopsystem eine Flasche umschauen. Es gibt ihn nicht wirklich oft. Wir sind froh, wenn wir ihn haben. Und auch wenn er nicht ganz günstig ist, er wird doch relativ schnell verkauft und ist dann leider doch wieder vergriffen. Tja, ich hoffe für die Zukunft. Die Hoffnung bleibt. Und ich freue mich, wenn Sie hier wieder einschalten. Herzlichen Dank.